Jo, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Porsche. Und ja, ich würde sagen, wir machen uns mal in diesen RS27. Und fahren damit mal das nächste Turnier. Und jo. Machen wir das halt mal, ne? Kostet wieder schön Gebühren, das Ganze. Geht ganz schön ins Geld hier. Nicht schön. Geld ist knapp. 3, 2, 1, los! Scheint nicht mehr so drauf. Wobei das Turnier hier, das war eh nicht so easy. Fahren ja alle dieselben hier. Da fahrt jemand da durch. Roller hier draußen lang. Ist mir sicherer. Schild von der Straße weggepickt. So, jetzt wird es hier nochmal richtig schön eklig. Aber mit etwas Glück ziehe ich sie hier schön alle ab. Ich jetzt hier gut durchkomme jedenfalls. Ist er wirklich? Er ist immer noch vor mir. Oh Mann. Ein wenig vorgedrängelt, aber hat ja anscheinend geklappt. Da habe ich ihn wohl abgedrängt. Wenn nicht mit Fernmitteln, dann eben mit Unfernmitteln. Hätte er eben bremsen und zurücksetzen müssen, das war einfach. Du hast das Rennen gewonnen. Ja. Du führst die Turniertabelle an. Ordentlich abgezogen hier. Meine Gebühr wieder reinkriegen. So, Monte Carlo Kurs. Sieht denn das aus? Hole ich mir doch wieder ein paar Slicks, oder? Sinngemäß. Drauf damit.
Und ab geht's. Also richtig schön fertig machen hier. Monte Carlo geht eigentlich ganz gut. Mag ich. Drei, zwei, eins, los! Halt die erste Runde immer ein bisschen vorsichtiger fahren, damit ich weiß, welche das ist. Und dass ich die drauf kriege kurz mal hin und dann kann man da schön durchziehen immer. Ja, ich habe ja so eine Ahnung, welche das ist. Und läuft ja. Schön Vollgas hier. Weil man hier jetzt ein bisschen aufpassen muss, glaube ich. Ich gehe mal lieber runter. Ah, genau, das ist ein bisschen tückisch. Da muss man das Gefühl haben, dass man ein bisschen runter geht. Das ist deine erste Runde. Erster Platz. Letzte Runde. Ja, linksflank wäre besser gewesen, glaube ich. Aber na gut. Fast durchgetreten, ja, bald 250 sogar. Aber das kriegt man hier auf der Strecke nicht ausgefahren. Oh, sogar ohne Schäden durch, das ist doch wunderschön. Du hast das Rennen gewonnen. Du führst die Turniertabelle an. Sehr schön. Mal gucken, wie es weitergeht. Was haben wir als nächstes für eine Strecke hier eigentlich? Industrielle Zone. Da nehme ich lieber die normalen Reifen wieder. Das ist zwar auch alles Asphalt, aber ein bisschen mehr Grip ist da immer nicht verkehrt. Dann heizen wir da auch mal durch. Drei, zwei, eins, los! Der Start nicht so gut, leider. Aber ist nicht so wild. Dafür kriege ich die KI später wieder hier. Eigentlich gleich sogar. Ja, komme ich kurz hier mal durch. Dass ich später irgendwo links hochkomme. Soweit ich das in Erinnerung habe. Sonst baller ich da eine Sackgasse rein. Und zwar hier, glaube ich. Ja. Da steht nämlich der LKW da unten. Oh,
Oh, geht ja noch alles. Wie aus Fleisch und Blut hier. So, und jetzt links unten hier. Oh, erster mit 10 Sekunden Vorsprung, ja. Okay. Ja, das läuft doch. Besser als gedacht alles hier. Durchknallen hier und dann ist die Strecke auch schon bald vorbei eigentlich. Guck mal, auf was kann ich denn treten hier? Was macht er denn so mit? Ah, 250 Getriebe mit kurzem Übersetzungsverhältnis. Oh, jetzt muss ich aber runtergehen hier, weil sonst habe ich hier gleich arge Probleme. 250, komm hoch! Die zieht er weg. Das ist ordentlich. So. Und was kommt nun? Du hast das Rennen gewonnen. Ja, das sowieso. Du führst die Turniertabelle an. Bum, dum, 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 dum. Tja. Schauen wir mal. Pyrenäen, ja, ziehen wir die auch gleich noch durch. Ich dachte, wäre schon vorbei, aber nein, ist ja nicht so wild. Dann wird die Folge halt voll mit diesem Turnier. Drei, zwei, eins, los! Start ist immer beschissen mit dieser Karre irgendwie, aber. Also ich bin definitiv besser geworden als früher, weil früher mochte ich diesen Wagen nicht und kam damit auch mal schlecht durch. Läuft das so Sahne hier. Technisch. Ja,
meine Porsche fliegen auch, genauso wie ein Hot Pulse 2 mein BMW im Rennen. Wobei, eine Runde Werksfahrer kriege ich hier sogar noch mit rein. Du bist auf dem ersten Platz. Glückwunsch, du hast das Turnier gewonnen. Jetzt kannst du mit dem nächsten Turnier fortfahren. Haben wir erstmal richtig schön Kohle verdient, die wir sicherlich aber auch schön auszugeben werden wissen. Wie das immer so ist, ne? 944er steht dann als nächstes nämlich an. Und den müssen wir uns auch kaufen. Das machen wir schon mal. Und dann schnappen wir uns hier mal den Werksfahrer mal noch. Ja, ihr wollt noch ein Rennen fahren. Dann ab geht's ja. Dann machen wir das doch. Wir fahren noch mal ein Rennen. Das war, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger eigentlich, so aus Erinnerung raus. Aber naja, mal gucken. 3, 2, 1, los! Kloppt die Gänge rein, ey. Bob. Mit Verkehr, ja. Okay. Ja, vielleicht ist die Bullerei dann auch wieder mit dabei. Mal schauen. Ja, ich sehe sie schon auf der Karte. Oh, Rolf ist gut unterwegs. Zieht er weg hier. Da muss ich mal gucken, wie ich den jetzt kriege gleich. Der muss halt einen Fahrfehler machen oder so. Sonst habe ich da, glaube ich, keine Chance. Oh ja, Polizist, ne? Da ist gleich noch einer, ja? Super. Was ist denn so auf mich los hier? Was soll denn das? Schnapp dir doch den Rolf mal. Ich hab grad einen Fahrfehler gemacht, den ich hätte ausnutzen können, aber jetzt habe ich die Arschkarte und jetzt fahre ich das nochmal. Kann ja nicht sein hier. 3, 2, 1, los! Das muss besser gehen. Schon ab Start ziemlich gut hier. Oh, verdammt nochmal.
Wer oder was war das? War das der Buller oder was? Da muss ich mir die Wiederholung angucken. Jetzt habe ich Frank am Arsch kleben. Kann man denn so wie ich fahre hier, wie die Wildsau mir dann noch hinten drauf fahren? Das geht doch gar nicht. Fahren geht er ja kaum. Ich hole ja hier schon so ziemlich alles raus, was irgendwie gerade geht, situativ vor allen Dingen auch. Das läuft ja hier gerade. Schauen wir mal. Aber auch nur, weil die anscheinend ein Polizistenproblem haben, was ich überwältigt habe. Da bin ich entkommen. Eiskalt durchgezogen hier. Das möchte ich gerne mal nur sehen hier. Das ist richtig faszinierend. Billy zum Schwamm gewonnen. Der ist irgendwie gespawnt, kann das sein? Ganz merkwürdig. Hat sich ihn auf einmal am Arsch drin. Ich hab meine kranken Kammer dabei hier. Das geht mal gar nicht. Wegkommen können. Da hat er einen Abgang gemacht. Aha. Kamerapositionen sind irgendwie nicht immer perfekt bei diesen Wiederholungen. Der hat schon die Front.
Scheibe kaputt. Der knallt ich aber noch gut. Das war's dann. Jo. Und das soll's dann erstmal gewesen sein für diese Folge. Wir fahren ein bisschen in die Stadt. Capture the Flag. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge mal vielleicht. Alles klar. Bis denn dann.